Ich hoffe ja doch, dass also das Team, dem ich gemeinsam antrete, also nicht der kleinste gemeinsame Nenner ist, sondern wir wollen also doch einiges bewegen, also im Denken. Und so wie es der Wetter also schon angekündigt hat, finanziell stehen wir also nicht. Nicht da, sagen wir mal so. Wir haben eigentlich überhaupt keinen Spielraum. Und Einsparungen sind schon im beschränkten Rahmen möglich. Aber de facto können wir eigentlich nur schauen, dass wir also zu mehr Einnahmen kommen im Club. Mehr Einnahmen heißt, Anzeichen, das haben wir ja schon durchgezogen, dass wir also die Mitgliederbeiträge also erhöht haben. Danke auch für die Akzeptanz. Auf der anderen Seite wurden sie also auch ja schon lange nicht erhöht und irgendwo muss ein Inflationsausgleich stattfinden. Und die zweite Einnahmeerhöhung, die wir machen können, sind also Mitglieder, neue Mitglieder werden. Im Prinzip, wenn ich mir da umschaue, sind wir ziemlich viel Alte. Ältere. Es ist einfach enorm wichtig, dass wir wieder neue Leute hinzuziehen. Wo wir also noch ein paar Möglichkeiten sehen, ist also wirklich also Sponsoring, dass wir einfach wirklich also die möglichen Sponsoren abklappern. Wir haben ja doch immerhin also auf der Kasse hängen, für die also jetzt in letzter Zeit halt schon lange nichts mehr kassiert wurde. Also wir müssen im Prinzip uns wirklich also ein bisschen um das Groschengeschäft kümmern, damit wir eine Möglichkeit haben, also hier in die Zukunft zu investieren. Und wir müssen was investieren, weil also die Anlage selbst ist okay, die Plätze sind super, das Gebäude selbst, die Sanitäranlagen, da besteht Handlungsbedarf. Und wie der Peter schon gesagt hat, es gibt einfach viele Unwägbarkeiten, wo wir eigentlich nicht wissen, was uns das kostet. Sprich, also die Bäume oder wenn also Gebäudeschäden oder sonstige Schäden auftreten, und das muss dann dringend behoben werden. Das heißt, eines, was wir also vorhaben, ist also ganz klar, und das die Bitte an alle, Mitglieder werden, und zwar wirklich aktiv Mitglieder werden. Und wenn jeder von Ihnen nur einen halben, das trifft nicht, aber wenn zwei von Ihnen einen bringen, dann haben wir also schon einiges getan. Was wir gesagt haben, für den Club ist also sehr wichtig der Sport. Und dass der Sport sehr wichtig ist, sieht man also auch in der Nennung der Mannschaften, die wir haben. Das ist ja eigentlich unglaublich, wie viele Mannschaften wir haben. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich mit hier los. aber trotzdem, das ist ein Hauptanliegen offenbar der Mitglieder ist es, also doch in einer Mannschaft mitzuspielen. Und also gerade beim Sport wollen wir eigentlich die Förderungen und die Unterstützung für die Mitglieder also sehr wohl beibehalten, obwohl es also auch Kürzungen geben wird. Es haben sich also wurden ja bisher für den Winterbetrieb Zuschüsse bezahlt. Wir haben uns also geeinigt, dass also die Herren- und die Damenmannschaft einen entsprechend reduzierten Unterstützungsbeitrag in Zukunft kriegen wird, bis wir wieder gehört haben, sozusagen. Das heißt also, die Unterstützungsbeiträge reduzieren sich auf das, was also auch bisher die Jugend gekriegt hat. Und ich finde, das ist also auch gerechtfertigt. Im Prinzip haben wir schon ein Henne- und ein Ei-Problem, nicht? Weil Mitglieder werden ist alles nett und schön. Ich meine, wir sind unsere Verhältnisse gerade da in den Sanitäranlagen gewohnt, nicht? Wir gehen da rein und denken uns nichts dabei. Wenn irgendeiner kommt und sagt, naja, ich gehe in einen, warum man noch immer elitärer Tennisclub heißen, weiß ich nicht, aber ich gehe in einen elitären Tennisclub und da sieht also unsere Sanitäranlagen, trifft wahrscheinlich der Schlag. Wir müssen was investieren. Auf der anderen Seite müssen wir aber zuerst schauen, dass wir also wirklich die Mitglieder also herbringen. Und das ist wirklich ein Anliegen an Sie, Sitschen, wer aktiv für Mitglieder
Wir haben also vor, für alle, die also ein Mitglied bringen, ein Mitglied bringen, dass es also einen Bonus geben wird. Das heißt, es gibt für den einen Bonus, einen Abschlag, den müssen wir also noch festlegen, der auch noch für seinen eigenen Mitgliedsbeitrag dann im nächsten Jahr weniger bezahlen muss. Bitte schaut das Leiter herbringt. Ich meine, ich bin also Ich bin nicht so gut.